Servus meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu unserer FIFA 17 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Wir haben das letzte Spiel gegen Brauseball Leipzig dann mal 2:1 gewonnen, nachdem wir 1:0 im Rückstand gelangt sind. Haben jetzt das DFB, also deutscher Pokal, zweite Runde glaube ich, gegen Düsseldorf. Wir sind da im Spiel in Real gegen Lotte rausgeflogen leider. Ist mir, es ist relativ unangenehm als Bremen-Fan sowas zu haben, dass man gegen diese Mannschaft. Vergesst das immer. Dass man gegen so eine Mannschaft rausfliegt, gerade gegen eine Drittligamannschaft, die gerade von der vierten in die dritte aufgestiegen ist. Kann man nichts dran ändern. Die Meinung dazu kenne ich hier von jedem Werder Bremen-Fan, der hier drunter schreibt, der das guckt. Und die auch, die sich in Facebook auf der Werder Bremen Homepage, Fanpage, dazu äußern, die Meinung kenne ich natürlich auch. Ich möchte mich für den Zeitungsartikel entschuldigen, Trainer. Ich mag das Wetter hier nicht, aber es belastet mich nicht so sehr, wie es die Presse darstellt. Ich muss mich wohl einfach nur daran gewöhnen. Es ist schwierig für mich, weil ich auch aus einer viel wärmeren und trockeneren Region komme. Ich hätte auch nicht erwartet, so große Probleme mit der Kälte hier zu haben. Alles klar, Santiago Garcia fühlt sich ein bisschen unwohl mit der Kälte, mit dem Wetter, ist mir relativ schnurz. So, damit wären wir, ich guck mal ganz kurz, wenn wir die Tabelle angucken. Da sehen wir nochmal die Begegnungen. Obwohl, das sind die Begegnungen gegen der Dingens, ich glaube, der des Pokals. Hier ist die Bundesliga-Tabelle. Wir sind nach 8 Spielen mit 15 Punkten doch noch Vierter geworden. Hamburg führt die Tabelle an, was auch relativ unrealistisch ist, weil Hamburg in derselben Situation ist wie Bremen, ziemlich weit unten in echt. RB Leipzig konnte gegen uns keinen Dreier landen, sonst hätten sie sich noch etwas gerettet und wären damit dann 15. gewesen. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben uns nach vorne katapultiert, sind sogar vor Dortmund, vor Wolfsburg, vor Schalke. Ja, zwar hinter Bayern, aber punktgleich. Bayern hat einfach mal 14 Tore mehr gemacht als wir. Und Leverkusen, hätten wir das Spiel in Leverkusen noch gewonnen, wären wir jetzt Zweiter und Leverkusen wäre jetzt Vierter. Ja, sonst gibt es hier eigentlich nichts zu sehen. Champions League kann man auch nochmal gucken, wie es gerade da steht. Bayer Leverkusen gewinnt 2-1 unentschieden und ist damit Erster. Ja, hier haben wir nichts mit Deutschland zu tun. Und Club Brügge ist in der Champions League Erster und Atletico damit Dritter. Borussia Mönchengladbach Letzter in der Champions League und sonst Dortmund auch noch Erster. Sonst gibt es nicht viel zu sehen. Dann wollen wir mal antreten hier. Vorher noch eben die Ausstellung ändern. Nämlich, obwohl, nee, wir nehmen die, das passt schon. Dann spielen wir mit der zweiten Ausstellung unserer Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, und wollen dann einfach mal gucken. Links übrigens zu sehen, Amiri. Finde ich, sieht keinerlei Ähnlichkeit. Naja, wir sehen uns dann im Spiel, bis gleich. So, und da sind wir schon im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich hoffe mal, das Beste. Eigentlich hätten sie auch klarer als 2:1 gewinnen können. Ich denke, das Beste für unsere Mannschaft, dass sie sich hier schön durchsetzen kann. Kruse wieder mal im Sturm. Probieren wir es nochmal aus. Pizarro hat einen super Job gemacht. Mit dem konnte man hammergeil zusammenspielen. Bin ich mal gespannt, wie das damit wird. Auch ein super Torwart für diese Mannschaft, finde ich. Und da kommt die nächste Grätsche von Fritz. Gerade von der roten Karte erholt und da kriegt er, glaube ich, direkt die gelbe Karte dahinter. Ja. Da kommt die gelbe Karte für Fritz. Also, die Statistik würde ich gerne nachher mal sehen. Und da ist die Chance. Drobny sehr, also überhaupt gar nicht beeindruckt von diesem Schuss gewesen. Und da oben läuft Bartels komplett frei. Jetzt wird's gefährlich. Und, die und Bartels schießt Schuss, 10.000 Meter dran vorbei. Eieiei. Klasse verteidigt. Gibt aber leider Ecke. Und da hoffen wir mal, dass wir diese auch jetzt bearbeiten können. Aber da kommt der Kopfball von Fink. Aber der kam, wie der Kommentator schon sagte, nicht präzise. Und da kommt die Schere rein, hinten in die Beine. Madlung kriegt da die gelbe Karte. Völlig gerechtfertigt, finde ich. Außer ein einziges Mal. Gnabry zieht in die Mitte.
Und legt ihn vor für Junusovic. Und Junusovic eiskalt unten links in die Ecke. Klasse. Also die Sache ist halt die, dass Kruse sehr, sehr stark ist in dem Spiel und dadurch sehr stark auch wieder verkauft werden kann. Also 16 Millionen, 20 Millionen kriegen wir für ihn und das ist halt das Gute. Sonst müssen wir erstmal ihn hier auswechseln. Ich denke mal, auch wenn Grilic gehen möchte, Grilic will übrigens auch gehen, wird er eingewechselt. Grilic hat ja ein gutes Spiel in Bremen gemacht, will jetzt aber leider gehen, ich weiß auch nicht wieso. Hauptsache es geht unterhaltsam weiter. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal einen Gartner. Und dann so ein Tor wieder. Das 1:1 für Fortuna. Für Fortuna. Für niemanden. Aber unentschieden. Jetzt könnte es gefährlich werden. Bebu. Mein Gott, ey. Drobny, der rettet mir auch jedes Mal den Arsch, ey. Ist das Ergebnis von hartem Training. Ja, und dann sowas. Boah, da hat er gerade noch so gerettet. Ich muss Kruse, also Kruse kommt bei mir nie wieder rein. Nie wieder. Das ist jetzt Ende, also ich hab da keinen Bock mehr drauf. Also jedes Mal dasselbe Scheiß mit dem Typen. Der Typ kann nix, gar nichts. Er macht nix, er hilft nicht. Er kommt auf Ersatzbank oder Reserve. Ich hab da keine, weiß nicht, jedes Mal passiert nix, wenn er drin ist. Das kann nicht sein! Dass immer wenn es 1-1 steht, dass ich dann so einen Scheiß mache. Er nimmt wieder mit der Brust an, ey, das ist so lächerlich geworden in diesem Spiel, ey. Das funktioniert nicht. Amiri Pfosten, ey, da kann nicht sein. Und das gibt Ecke. Der Ball wurde erschießt! Nee! Das kann doch nicht sein! 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Nee, so wird das nix. Aber so, genau so wird das was. Jetzt kommt der Fernschusstor. Vollkommen problemlos. Klasse. Hennings! 268.000 Preisgeld. Naja, wenigstens bleiben wir dem Realismus treu. Ja, nach der Pleite gönnt euch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.